Weg mit dir, Son Gohan. Weg, flieg mal. Was geht ab, meine lieben Saiyajins, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar spielen wir heute auf der PS3 Dragon Ball Z Raging Blast 2. Wir machen einen Weltkampf. Cell-Spiele, die Regel. Nein. Das waren zu viele. Ich wollte nur 8 Leute. Wir spielen ganz klar mit meinem Lieblingscharakter, mit Vegeta Super Saiyan 3. Und, wieso hat der auch einen, Alter? Nein, den machen wir raus. Das ist ja scheiße. Hier, juckt mich nicht. Ja. So. Ihr fragt euch jetzt sicher, warum macht er das? Ja. Weil Dragon Block C ja immer bei euch gut ankommt. Ist ja Dragon Ball Z und ich bin so eine Art Anime-Kanal. Denke ich mir, dass das auch gut ankommt. Deswegen bringe ich das einfach. Und, ja. Wäre auf jeden Fall cool, wenn ihr mir zeigt, ob ihr das mögt, mit einem Like und einem Kommentar. Zeigt mir einfach, ob ich das weitermachen soll oder nicht. Und dann, tja, werden wir sehen. Ich muss gegen Gohan. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im Kampf wieder. So, da sind wir wieder im Kampf. Jetzt hier die Cell-Spiele-Arena. Ja. Werden wir gegen Gohan battlen. Legen wir los, das ist Zeit zu kämpfen. Okay, legen wir los. Ja, sage ich doch gerade. Behinderter. Und ja. Ich feiere das Spiel einfach mega. Weil es geil ist. Und tut mir leid, wenn ich nicht so viel kommentiere, aber ich bin abgelenkt. Dieses Spiel ist einfach zu genial. Und deswegen bin ich ein bisschen abgelenkt davon. Dann. Und jo, jetzt gehen wir erstmal in den Erwachtmodus. Um den ein bisschen zu fickeln. Oh, er geht Super Saiyan. Krass. Komm. Ich hoffe, man hört meine Dingens nicht so, Alter. Pop. Pew. Und PAM! Weg mit dir, Son Gohan. Weg, flieg mal. So, da haben wir die erste Runde gewonnen. Und er ist die Nummer 1. Und wir sehen uns gleich bei unserem nächsten Gegner wieder. Ihr merkt, Leute, ich schneide das so ein bisschen. Und wir gucken jetzt, wer gewonnen hat, Bardock oder C18. Oh, C18 hat wirklich gewonnen. Leider verliert sie jetzt. So, Leute, da sind wir wieder im Kampf. Und ja, C18 kriegt jetzt einfach auf die Schnauze. Auf die Schnauze. Und ich habe schon gesehen, Tenshinhan ist im Finale. Achtung, Vegeta ist jetzt ein dreifacher Super Saiyan. Ja, Mann. Dies ist mein Kampf. Bist du sicher, Kleine? Bist du sicher? Erstmal abhauen, oder? Weg mit dir, Bruder. Brudine. Was denn dein Kampf? Hm? Ich sehe gar nicht davon, dass es irgendwie dein Kampf gerade ist. Bist ein bisschen am Boden. Okay, dann geh mal hoch. Oh, Mann, Leute. Dieses Spiel ist echt geil. Es macht auf jeden Fall mega Bock. Komm, wir machen perfekt. Oh, der trifft nicht. Das trifft nicht, oder? Sie bleibt stehen. Pam. Oh. Die darf nicht treffen. Okay, jetzt geht's um alles. Okay, bitte triff. Ja, Mann, gewonnen, C18. Du bist down. Pam, ich hab doch gesagt, wir machen perfekt. Ist das perfekt? Das ist doch perfekt. War nicht perfekt? Hat die mich einmal getroffen? Okay. Dann sehen wir uns gleich wieder. Wir kämpfen auf jeden Fall jetzt gegen Tenshinhan, das wissen wir schon, aber wir sehen nochmal den Turnierbaum einfach an. So, da sind wir wieder und wir sehen hier, gegen Dreiauge müssen wir jetzt kämpfen. Gegen den Illuminaten aus Dragon Ball Z. Und Leute, ich erkläre euch das kurz mal. Dragon Ball Z Raging Blast 2 ist nicht, ich glaube, das war nicht von den richtigen Machern. Oder es ist halt nicht an die richtige Sendung angelegt, denn es gibt keinen Vegeta Super Saiyan 3, den gibt es einfach nicht. Das wurde übersprungen und den GT, den Super Saiyan 4, den gibt es ja auch nicht, weil das auch von... Also es wurde nicht von Akira Toriyama gemacht und deswegen, ja, gibt's halt nicht, ne? Es gibt auch in diesem Spiel hier Broly Super Saiyan 3, aber das gibt's auch nicht. Also es gibt einfach nur normalen Broly
im legendären Super Saiyajin. Und ja, wollte ich euch nur gesagt haben, nicht, dass irgendwelche Missverständnisse aufkommen, dass ihr sagt, hey, das Spiel ist fake oder so. Also entweder ist es nicht von den richtigen Dragon Ball Z Machern gemacht, oder ist es hier, was soll ich sagen, es ist nicht an Dragon Ball Z angelehnt, also an einem richtigen, so klar Tenshinhan oder so gibt's, aber wie gesagt, Vegeta Super Saiyan 3 gibt's nicht, also deswegen tendiere ich eher zu, achso, das ist LOL, das ist von einer Attacke, deswegen tendiere ich eher zu, das ist nicht von den richtigen Machern, das Spiel. Oh, ich brauch Kraft. Urknallattacke, hä? Das war doch eben noch Dingens. Warum Urknallattacke? Was war denn jetzt? Achso, okay. Jetzt weiß ich. Komm jetzt her. Ja, Mann. Ey! Alter, Tenshinhan, du Dreiauge. Alter, jetzt hör mal auf. Lass mich kurz aufladen. Gallig Aufprall. Was ist mit dir, Bruder? Willst du mich das mal machen lassen? Wäre übelst nett. Dankeschön. Einfach richtig lang aufladen. Wo ist der Wichser jetzt? Ja, dankeschön. Gallig Aufprall. Sauber. Und jetzt kriegst du noch. Alter, okay, Tenshinhan schlägt sich gar nicht schlecht, Alter. Spaß. Pam, da haben wir das Turnier gewonnen, Leute. Und ich würde sagen, keiner legt sich mit Vegeta an. Nicht mit Super Saiyan 3 Vegeta auf jeden. Da sieht man immer das gleiche. Junge, der sieht so bosshaft aus, ne? Der ist doch ein Boss. So, Leute. Wir haben das Turnier gewonnen und ich würde sagen, wenn euch das gefallen hat, dann lasst es mich wirklich mit einem Daumen nach oben und einem Kommentar wissen. Dann bringe ich ab und zu mehr davon, wenn ihr darauf Bock habt, weil ich merke halt, Dragon Block C kommt so krass bei euch an. Und das ist ja auch Dragon Ball Z, deswegen, ich hoffe einfach, dass es auch gut ankommt. Und, ja, deswegen, danke fürs Zugucken. Haut rein, hier sehen wir es nochmal. Bis zum nächsten Mal oder beim nächsten Dragon Block C Part, ich weiß nicht. Haut rein, euer C.